Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, ausgeschlafen geht's mir doch viel, 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 viel besser. Ja, wir sind ja gestern losgefahren und wir sind tatsächlich auch nicht sonderlich in irgendeinen Stau oder sowas gekommen. Klar war es immer mal wieder schleppend, weil einfach super viel auf den Straßen los gewesen ist. Wir haben auch, wir haben ja gedacht, so, oh, wir fahren unter der Woche hin, dann wird da nicht so viel los sein, dann hat man nicht das Problem, dass man überall so lange anstehen muss und dass es so überfüllt ist und überhaupt, das war ja unser Gedanke, weswegen wir unter der Woche überhaupt gefahren sind und nicht am Wochenende oder so. Und als wir dann im Park waren, wirklich so schon gegen Ende, ist mein Mann eingefallen, dass in Bayern Ferien sind. Ach, Leute, wir haben uns so geärgert, weil wir haben uns schon gedacht, warum ist es denn so voll? Also so voll, wie man sich es vorstellt an einem Wochenende oder an einem Feiertag oder sowas. So war es halt eben gewesen. Also überall bei gerade so größeren Attraktionen musste man schon immer mal rechnen, so 40, 45 Minuten irgendwo anzustehen. Was halt schon krass ist, wenn man wirklich nur ein Tagesticket hat und dann bei zwei, drei Sachen irgendwo sich anstellt, dann sind irgendwie 3 Stunden weg. Das ist halt heftig. Deswegen sind wir gestern auch gar nicht so viele Sachen gefahren, sondern haben uns eher den Park angesehen. Die Jungs haben es ja voll geliebt, überall die ganzen Figuren sich anzuschauen, die da halt eben mit den ganzen Lego-Bausteinen gebaut wurden. Und ja, darauf hatten wir uns eher fokussiert. Ein paar Sachen haben sie gemacht und sind auch gefahren, aber eher, wo man nicht so lange halt eben anstehen musste. Ja, das war halt voll der Fail von uns, dass wir nicht geguckt haben, ob in dem jeweiligen Bundesland Ferien sind. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Also, Fail. Aber egal. Ja, das dazu, also da auf jeden Fall vorher gucken, wenn ihr euch auch den klugen Gedanken macht, mal unter der Woche hinzufahren, dass man sich denkt, hey, dann kann man mehr besichtigen und mehr fahren, weil es nicht so voll sein müsste und so weiter und so fort. Schaut genau nach den Feiertagen. Ja. Ansonsten sind wir eigentlich gestern ganz gut durchgekommen. Es hat auf der Fahrt immer wieder geregnet, aber nicht so extrem geschüttet. Das war Gott sei Dank ganz angenehm, weil sonst wäre es halt eben schleppend vorangegangen. Wir mussten einmal halten, um Lara eine Flasche zu... Also wir mussten halten, um zu tanken und haben dann getankt, beziehungsweise mein Mann hat getankt, ist zahlen gegangen, war selber nochmal auf Toilette. Ich habe währenddessen Lara die Flasche gegeben und sie gewickelt und dann sind wir weitergefahren. Und deswegen haben wir knapp 4 Stunden nach Hause gebracht. Also normalerweise sind es ja so 3,5. Also wir haben knapp 4 Stunden gebraucht. Also sind super durchgekommen auf der Rückfahrt. Lara hat aber auf der Rückfahrt sehr, sehr gequengelt. Also das war krass gewesen. Sie hat aber auch gar nicht geschlafen, Leute. Das war schlimm. Das war schlimm. Sie ist auf der Hinfahrt, war sie total gechillt. Gar nicht gemeckert, alles in Ordnung. Sie ist auf der Hinfahrt 2-mal kurz eingeschlafen, vielleicht für so, was weiß ich, 15, 20 Minuten maximal. Und das war's. Sie ist einfach im Park nicht einmal eingeschlafen. Ich habe sie mehrmals getragen in dieser Trage und sie zu mir gelegt und dachte so, dass sie dann einschläft. So ist es ja zum Beispiel jetzt letztens, als wir in der Lochmühle waren, ist sie dann auch bei mir in der Trage eingeschlafen. Da habe ich sie in den Kinderwagen gelegt und dann ist sie dort eingeschlafen. War alles super. Dort, nö. Egal, was ich gemacht habe. Ich habe sie getragen, ich habe sie hingelegt, öfters. Nee, sie hat ihren Kopf hochgemacht und habe ich gesagt, warum schläfst du nicht? Und die lacht mich aus. Also sie hatte einfach gar kein Interesse. Sie hat null geschlafen dort, war aber auch im Park nicht quengelig. Die hat sich alles angeguckt, es war alles in Ordnung gewesen, wirklich gar nicht gemeckert. Auf der Autofahrt auch am Anfang nicht so die erste Stunde, aber so in der zweiten Stunde hat es angefangen, dass sie einfach super unzufrieden wurde. Was logisch ist, wenn ein Kind, ein Baby, die ganze Zeit nicht schläft. Ich meine, die hatte morgens dann irgendwann so um 9, 10, was weiß ich, sowas um den Dreh, wo wir halt auf dem Weg waren, ist sie 2-mal so kurz eingeschlafen, aber auch nur kurz. Und das war's. Und wir waren ja dann auf der Autofahrt, das war dann so gegen 6, dass sie angefangen hat, so ein bisschen zu meckern. 6, 7. Ja, sie hat auch irgendwann angefangen, wirklich richtig zu weinen, zu kreischen. Also das war krass gewesen. Wir konnten sie dann aber irgendwann beruhigen und sie ist dann auch zwischenzeitlich, ich glaube, dann nochmal so für 15 Minuten hat sie kurz mal die Augen zugemacht und dann ist sie wach geworden und dann war sie happy. Das war dann so die letzten 1,5 Stunden, wo sie auf einmal komplett happy war und gelacht hat und Faxen gemacht hat und keine Ahnung was. Ja, ja, wir sind dann aber hier angekommen. Die Jungs haben sich direkt umgezogen, Zähne geputzt und ab ins Bett.
Und Lara hatte ich auch umgezogen, Flasche gemacht und direkt ins Bett. Und es hat irgendwie 2 Sekunden gedauert. Ich habe sie hingelegt und sie hat sich direkt so mit dem Kopf hingelegt und Augen zu und fertig. Und sie schläft immer noch. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir überhaupt haben. 8 Uhr. Sie schläft immer noch. So. Ja. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Ausflug, habe ich ja gestern schon gesagt, absolut zu empfehlen. Aber der Park ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, so ja, da gibt es bestimmt einiges zu sehen und so weiter. Aber dass der so riesig ist, ich habe mich damit ja nicht beschäftigt, das ist wirklich extrem gewesen. Und man braucht da locker 2, 3 Besuche, bis man wirklich alles gesehen hat. Deswegen dieses Ding mit, man geht für 2 Tage hin und übernachtet da einmal, ist mega genial, definitiv. Gerade wenn man weiter weg wohnt. Also ich habe da ganz viele Leute auch gehört, die Englisch gesprochen haben. Ganz viele Leute, die auf Schweizerisch, ja, aus der Schweiz kamen. Hat mal ganz viele gehört, also wirklich kommen ja im Umkreis von, keine Ahnung, kommen die Leute da wahrscheinlich angefahren. Also es ist wirklich, denke ich, gerade wenn man eine weitere Fahrt hat, super, super nice, dort einfach einmal zu übernachten. Da gibt es verschiedene Hotels, unter anderem auch so ein Ninjago Hotel. Da wollte der Lias halt unbedingt hin, deswegen wir gucken uns das mal in Ruhe an. Jetzt haben wir erstmal geschaut, lohnt sich das Ganze überhaupt? Weil natürlich, wenn man 2 Tagestickets holt für uns 4 Erwachsene, übrigens alle Kinder unter 2 Jahre sind kostenlos, über 2 Jahre kostet es ganz normal Eintritt, egal wie alt man ist. Egal, ob du 2,5 bist oder ob du 99 bist, zahlst diese 39 € Eintritt. Genau. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wir wollten halt jetzt gucken, ob sich das überhaupt lohnt. 2 Tagestickets plus Übernachtung dort, das wird bestimmt ein bisschen was kosten für 4 Personen, ist man da bestimmt bei 500-600 €. Safe. Müsste ich jetzt wirklich einfach mal gucken, aber sowas um den Dreh stelle ich mir jetzt vor. Allein schon die Tickets dann halt eben 39 € mal 2 mal 4. Ja, kommt man schon ein bisschen was zusammen, dann halt eben die Übernachtung. Und deswegen wollten gucken, ob sich das überhaupt lohnt, aber ich finde schon, dass sich das lohnt, weil das einfach so, so, so groß ist, dass man erstmal sich die Zeit nehmen muss, das alles anzuschauen erstens. Und was ich halt auch sehr nice finde, ist, dass für alle Altersklassen da was, ja, gegeben ist. Da gab es wirklich für ganz, ganz Kleine, die konnten sich da auf so einen Minispielplatz hinsetzen. Da waren überall Legosteine unter anderem oder Rutschen und sowas. Ganz viele Spielplätze und so richtige Aktivspielplätze, wo man wirklich klettern konnte und was weiß ich was. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht, weil ich mir denke, so, ach, das haben wir auch irgendwie überall mal in der Nähe, lieber die Sachen anschauen und machen, die man halt eben nicht hat und nicht kennt. Und das gab es halt eben ganz viel für Kleine, dann auch für welche, die gerade so irgendwie gefühlt laufen können. Da war so eine kleine Mini-Go-Kart-Bahn. Das war so süß. Die war wirklich so groß wie unser Wohnzimmer. Und dann sind die Autos ganz langsam gefahren und die waren so richtig klein. Das war so süß. Und dann halt eben auch für Kindergartenkinder ganz viele Sachen. Vorschulkinder, aber auch Erwachsene. Da waren ja wirklich auch Achterbahnen mit dabei, die es schon zackig drauf hatten. Und auch die anderen Fahrgeschäfte, dieser ganz hohe Tower zum Beispiel und und. Also da kommen wirklich auch ältere Kinder und auch Erwachsene auf ihre Kosten. Ich finde, es ist wirklich ein wunderschöner Park für groß und klein, für die ganze Familie, wirklich, wirklich schön aufgebaut. Auch alles sauber und ordentlich und die ganzen Mitarbeiter. Also wirklich eine sehr, 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 ein sehr schöner Park. Wirklich, ich glaube, das ist mit der schönste Park, den ich je gesehen habe. Definitiv. Weil man eine schöne Mischung hat zwischen gebauten Lego-Sachen, verschiedene Lego-Welten. Da gab es ja auch zum Beispiel so eine Aqua-Welt, wo wir auch gar nicht waren, weil es halt eine übelst lange Schlange war. Es ist halt voll der Fail, dass wir da einfach in den Ferien aufgekreuzt sind. Meine Güte. Da gab es so eine Aqua-Welt, keine Ahnung, ich glaube, die ist bestimmt auch richtig, richtig nice. Dann gab es dort so ein Movie-Kino, wo dann auch irgendwie einmal die Stunde irgendwas gespielt wurde. Das ist halt auch etwas, wo dann natürlich sehr, sehr nice ist, aber halt auch Zeit einfach kostet. Und ach, so viel mehr. Da muss man wirklich Gesundheit. Da muss man wirklich 2, 3, 4 Mal hinfahren, um wirklich alles gesehen zu haben und auch mal zu fahren und und. Also wir werden auf jeden Fall wieder hinfahren.
Ich kann mir aber auch echt gut vorstellen, entweder mit Übernachtung oder zu sagen, dass wir mit den Jungs alleine mal an einem Wochenende fahren. Man muss zum Beispiel bei den Achterbahnen muss man immer schauen, dass man sich theoretisch zweimal anstellt. Dass mein Mann immer mit dem einen Jungen fährt und danach wieder mit dem anderen. Das ist total blöd. Und wenn man zwei Erwachsene, zwei Kinder ist, dann ist es viel einfacher. Aber ich muss halt immer irgendwo stehen und warten mit Lara. Das ist halt echt, nimmt halt dann eben viel Zeit weg. Deswegen, solange sie noch so mini ist, würde es sich schon rentieren, vielleicht Lara einmal an einem Wochenende bei meiner Mama und meiner Schwester zu lassen, dass sie sich irgendwie einen schönen Tag machen mit Malia und Lara zusammen und wir da irgendwie mal alleine losziehen und dann wirklich schauen, dass wir dann halt viel fahren können, wo man sonst irgendwie immer blöd anstehen muss, weil es halt eben ein Erwachsener und zwei Kinder sind. Ja, genau. Und ich glaube auch, die Fahrt ist nochmal ein Stückchen einfacher, wenn man nicht mit Baby fährt. Also ja, das Problem ist halt bei Lara, egal wo ich hier mit ihr hinfahre, wir sind maximal eine Stunde unterwegs. Meistens immer so eine halbe Stunde, wenn wir irgendwo hinfahren. Maximal eine Stunde, wenn wir mal nach Wiesbaden oder so fahren. Und da ist sie auch immer mal im Auto eingeschlafen. Wenn wir zum Beispiel nach der Osteopathin mal irgendwo hingefahren sind, da ist sie immer wieder eingeschlafen. Aber es hat wahrscheinlich damit auch zu tun, nach der Osteopathin, dass sie dann eben kaputt war. Aber es gab nie irgendwie ein Problem im Auto. Aber das war einfach eine zu lange Autofahrt dafür, dass sie nicht geschlafen hat. Also die Hinfahrt hat ja wirklich 5 Stunden gedauert. Das war halt echt heftig gewesen. Und ja, deswegen, we will see, wie wir das nächste Mal halt eben machen werden. So, heute ist Donnerstag. Heute ist der Feiertag. Ich werde jetzt, oh Gott, gleich erstmal was für die Jungs zum Essen machen. Die wollten aber jetzt die ganze Zeit spielen, aber wir haben auch erst 8 Uhr. Ich werde was für die Jungs zum Essen machen und dann werde ich, denke ich, warten, bis mein Mann und Lara wach werden, dass wir dann das frühstücken und dann werde ich mich so ein bisschen an den PC ransetzen, ein bisschen was fertig machen. Dadurch, dass wir gestern ganz spontan alles entschieden haben und dann morgens los sind, habe ich natürlich nichts gemacht und ich bin hier wirklich abends. Wir haben dann alle Kinder ins Bett gebracht und ich habe mich auf die Couch gelegt und es hat nicht mal 10 Minuten gedauert und ich bin eingeschlafen. Ich war fertig mit meiner Welt. Demnach ist gestern kein Video online gegangen, obwohl das Video fertig war. Ich hätte nur das Thumbnail noch machen müssen. Ich dachte ja, ich kann das irgendwann mal im Park machen, während die Jungs irgendwo am Machen und am Tun sind. Aber ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen. Ich habe halt immer ständig fleißig mitgefilmt. Bei der einen Attraktion, wo sie so lange plötzlich weg waren, habe ich in der Zeit Lara eine Flasche gegeben und sie gewickelt und entertained und versucht, sie schlafen zu legen und keine Ahnung was. Das war die einzige Zeit, wo ich hätte sowas theoretisch machen können. Aber ja, deswegen möchte ich jetzt gleich ein Video online stellen und dann auch heute Abend. Also, dass heute dann sozusagen 2 Videos online kommen, das ist der Plan. Und das möchte ich jetzt direkt vorbereiten. Also die Videos sind eigentlich fertig. Das heißt, ich muss nur 2 Thumbnails machen, dass ich das fertig habe. Weil später kommen auch meine Tante und ihr Partner nämlich zu Besuch. Und dann komme ich nämlich am Ende auch nicht dazu. Deswegen bereite ich das lieber mal vor, dass das dann fertig ist. Genau. Meine Schwester war gestern auch in Frankfurt und hat meine Mutter dann mit hierher gebracht. Die machen dann später Hackfleischbällchen. Ich freue mich extrem drauf. Lecker, lecker, lecker. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Genau, und dann werden wir heute einen schönen Family-Tag verbringen und morgen müssen wir gucken, was wir machen. Die Jungs haben ja keinen Kindergarten, mein Mann muss allerdings normal arbeiten. Das heißt, vielleicht fahre ich mit den Kids ins Museum, wobei ich glaube, mein Mann würde sich das auch gerne anschauen. Mal gucken, je nachdem, was für ein Wetter es ist, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas machen oder ob wir auch einfach mal zu Hause bleiben. Ich muss echt sagen, diese 2 Tage hintereinander mit langer Autofahrt, es war schon so gar kein Bock mehr auf Auto, gell? Also ich bin ja vorgestern nach Mannheim und zurückgefahren. Das sind ja dann insgesamt so 3 Stunden ungefähr. Also kein Vergleich zu gestern. Und gestern dann 5 Stunden hin und 4 Stunden zurück. Das war schon echt eine Hausnummer, muss man wirklich, wirklich sagen. Ja. Die Jungs haben das auch nur mitgemacht, weil sie im Auto Tablet geguckt haben, bin ich ganz ehrlich. Also lange Autofahrten funktionieren bei den Jungs nicht. Wenn wir nach Frankfurt fahren, die halbe Stunde, funktioniert das immer alles ganz gut. Aber alles darüber hinaus, mir ist langweilig, wann sind wir da, sind wir bald da, wann sind wir da, bla bla bla, Katastrophe. Wir haben, als wir losgefahren sind, erstmal gefrühstückt und so. Die erste Stunde war gar nichts gewesen, aber danach kann man das echt, kann man vergessen.
Der Samu hat auch eine Zeit lang, der hat sich auch Spielzeug mitgenommen, mit seinem Polizeiauto gespielt und sowas. Geht alles noch irgendwie, aber keine 5 Stunden. Also definitiv nicht. Auf dem Hinweg haben sie noch, wie gesagt, gefrühstückt und ein bisschen gespielt und sowas und dann ein bisschen Tablet geguckt. Aber auf dem Rückweg haben sie fast nur geschaut gehabt. Tatsächlich. Ja. Joa, aber Baby Lara kann man dann halt eben nicht so entertainen. Die sitzt dann da in ihrer Schale irgendwie ewig und 3 Tage und klar, auch für sie viele Spielzeuge mitgenommen und so weiter und so fort. Aber irgendwann ist auch das interessanteste Spielzeug nicht mehr interessant, wenn man todmüde ist und einfach nicht einschlafen kann, möchte, wie auch immer. Ja. So viel zu gestern, beziehungsweise was heute so ansteht. Ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich heute auch gar nicht großartig melden, eben weil ich jetzt erstmal arbeiten möchte und dann halt eben unsere Family kommt. Deswegen, ich werde euch vielleicht ein paar Eindrücke heute noch zeigen. Ansonsten vielleicht dann ab morgen erst wieder richtig. Mal gucken. Ihr Lieben, das aber erstmal zu gestern, um das mal abzuschließen. So, da melde ich mich noch mal kurz. Wir haben mittlerweile, sind alle wach. Wir haben 12 Uhr. Meine Tante und der Dietmar müssten in so einer Stunde ungefähr hier sein. Wir haben jetzt doch schon einiges gemacht. Die Jungs waren viel im Garten, haben draußen geschaukelt, draußen gemalt. Jetzt habe ich gerade draußen alles wieder abgespritzt, weil wir uns sonst ständig da durchlaufen. Ich hatte hier nämlich heute früh nach dem Frühstück einmal durchgesaugt und komplett alles gewischt und auch den letzten Teppich endlich mal hingemacht. Da war ja immer noch der flauschige Winterteppich. Also jetzt ist der letzte Sommerteppich auch da und hier mal alles aufgeräumt und abgewischt, abgestaubt und so weiter und so fort. Und ja, hier war dann alles sauber und aufgeräumt und die Jungs haben draußen mit Kreide gemalt und sind dann irgendwann mit ihren Schuhen hier reingelaufen und es war einmal komplett von vorne bis hinten in die Küche rein, alles voller Fußspuren von von der Kreide halt. Also habe ich ein zweites Mal gewischt. Wer kennt's, gell? Man ist irgendwie, ja, dauerhaft am Putzen. Selbst wenn man gerade geputzt hat, kann man direkt weiter putzen. Das ist eine Katastrophe, wirklich. Gerade wenn man Boden oder Badezimmer oder sowas. Naja. Lara war jetzt auch die ganze Zeit wach und hat mitgeschaukelt draußen und so weiter und so fort. Jetzt ist sie aber gerade am Mittagsschläfchen machen. Ja, wir sind hier bislang, wie gesagt, am Sortieren, Ordnen, Machen, Tun. Gestern kam ein Temu-Päckchen an, das werde ich euch noch separat zeigen. Aber unter anderem sind die Kleider angekommen. Ich habe ja 3 Stück bestellt und es sind 3 wirklich komplett verschiedene, also vom Stoff, vom Schnitt her und so weiter und so fort. Deswegen, wenn Lara wieder wach ist, dann darf sie mal eine Runde Modenschau machen. Da muss ich gucken, ob mir dann an ihr eins gefällt und ob es passt. Und falls es nicht passen sollte, muss ich direkt dann bestellen, damit das rechtzeitig alles da ist. Beziehungsweise das klappt noch locker. Also bis zur Taufe hat man auf jeden Fall was Neues bestellt. Genau. Ich habe ja auch gerade im Kalender ein bisschen was rumgeschrieben und eingetragen und da ist mir bewusst geworden, dass einfach wir in der Woche schon in Urlaub fliegen. Ich habe irgendwie vom Gefühl her die ganze Zeit gedacht, dass es noch 2 Wochen ist, also dass wir praktisch jetzt dann die kommende Woche noch haben und darauf die Woche fliegen. Aber nein, wir fliegen schon nächste Woche Freitag, also eine Woche und ein Tag. Also ich muss nächste Woche mich sehr, sehr, sehr dran setzen, alles ja, schon zu packen und Co., weil für mich zu packen und dann für 3 Kinder und wovon beide Nichtschwimmer sind, beziehungsweise Baby, ja, also ja, ich denke, so Montag, Dienstag werde ich auf jeden Fall anfangen zu packen. Weil am Freitag früh geht es ja auch schon los. Wir werden hier um 9:40 Uhr mit einem Shuttle abgeholt, der uns dann zum Frankfurter Flughafen fährt. Mit einem Shuttle, mit einem Taxi. Das ist kein Shuttle, das ist ein Großraumtaxi, was wir geordert haben. Genau, ja, so schaut's aus. Krass, und es ist mir gerade echt bewusst geworden, dass es nächste Woche einfach schon losgeht. Boom. Und nächste Woche steht so viel an. Also morgen möchte ich unbedingt beiden Jungs die Haare schneiden, weil am Montag ist im Kindergarten wieder Fotoshooting angesagt. Das machen sie ja immer einmal im Jahr. Und da machen die Jungs Einzelfotos beziehungsweise auch Geschwisterfotos. Weiß gar nicht, hier oben ist noch das vom letzten Jahr. Genau. Ja, auf jeden Fall sollen sie dann frische Haare haben und dann auch für den Urlaub sowieso. Also ich hätte es jetzt sowieso am Wochenende gemacht, dass sie für den Urlaub frische Haare haben, frisch geschnittene Haare und dann jetzt eben auch für die Fotos. Nächste Woche wird sich alles um
Packen drehen, letzte Sachen einkaufen, besorgen, was man noch irgendwie braucht und so weiter und so fort. Genau. Und nächste Woche steht auch noch an, also am Freitag fliegen wir ja. Und am Donnerstag, also einen Tag vorher, ist der Lias ja noch auf einem Ausflug im Frankfurter Zoo. Genau. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche noch ist, aber so zwei, drei Terminchen waren auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall noch zum Arzt, wegen meiner Pille, dass ich das noch besorge. Und ja, am Freitag, also morgen, haben wir übrigens unseren TÜV-Termin. Den hätten wir ja gestern gehabt, denn da haben wir kurzfristig angerufen und gesagt, oh, so und so sieht's aus, können wir den auf Freitag verlegen. Es war aber gar kein Problem gewesen. Also morgen steht dann in der Früh erstmal TÜV-Termin an und dass ich einmal wirklich einen Großeinkauf mache für die nächsten Tage. Und dann aber auch schnell wieder ab nach Hause, weil mein Mann arbeitet morgen ganz normal und die Kids wollen mal gucken, was wir machen. Genau. Ja, das ist der Plan. Ich zeige euch später auf jeden Fall noch das leckere Essen. Meine Mama ist drüben schon am Hackfleischbällchen rollen. Yummy. Das ist übrigens gestern mitgekommen beim Legoland. Wir waren ja im allerersten Store. Das war ein separater Ninjago-Store. Da hat der Lea sich dieses Schwert hier ausgesucht. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich komplett gegen Waffen oder irgendwas. Aber also Ninjago, gell? Die sind halt komplett mit Waffen ständig ausgestattet. Ich habe da jetzt bei dem ja gesagt, das ist etwas so aus Stoff. Da ist zwar was Härteres drin, dass es nicht knicken kann, aber ja, ich habe zu ihm gesagt, er darf nicht damit irgendwie auf irgendwas draufhauen, auf seinen Bruder zum Beispiel oder sowas, ja. Ja, da gibt es halt ein paar Regeln, die er einhalten muss, aber ansonsten, ja, durfte er sich das jetzt mitnehmen als Erinnerung auch an diesen Ausflug. Dann habe ich diesen Poncho hier gesehen und fand das ganz cool, weil wir haben nur welche von Paw Patrol und ich dachte so jetzt für den Sommer und auch für den Urlaub, dass er dann eins von Ninjago hat. Der hat normalerweise 30 € gekostet, hätte ich dann nicht mitgenommen, weil das echt ein übertriebener Preis gewesen wäre. Aber da war im Sale für 16,99 € und dann haben wir ihn dafür mitgenommen. Und nochmal ein Freundschaftsbuch. Der Lias hat ja ein Freundschaftsbuch von Paw Patrol für den Kindergarten. Da steht auch drauf meine Kindergartenfreunde. Und hier steht ja jetzt nur drauf meine besten Freunde. Wir wollten das aber, ich habe zu ihm gesagt, das können wir dann mit in die Schultüte reinmachen. Das ist dann wirklich sozusagen für die ganzen Schulfreunde. Also hier ist auch nichts, er hat gerade gemeint, so warum ist denn da nichts mehr zu malen? Ja, weil es einfach nicht mehr für den Kindergarten sozusagen ist. Ja, das ist mitgekommen. Dieses Schwert, das gab es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Farben. Die haben 10 € gekostet. Das Buch hat auch 10 € gekostet und das habe ich euch ja gerade schon gesagt. Ganz kurz als Feedback im Lego Store, aber auch im Ninjago Store. Deswegen haben wir auch keine Spielzeuge mitgenommen. Erstens, weil die Jungs genug haben und zweitens, weil die Preise waren komplett gleich. Also da gab es nichts, dass man sagt, das war irgendwie viel teurer oder viel günstiger, als man es auf Amazon oder in allen Geschäften kennt, die eben den Lego-Sachen verkaufen. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich euch sagen würde, hey, nehmt mal einen extra Cent mit, um euch da Sachen zu kaufen, weil die dort super günstig sind. Das nicht. Aber es gibt halt ein paar Sachen, die es sonst nicht gibt. Das Buch zum Beispiel hatte ich. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo anders gibt. Wahrscheinlich schon. Aber ich habe zum Beispiel auf Amazon mal schnell geschaut, was es dort kostet. Und ich habe es dort gar nicht erst gefunden. Also ja, deswegen, ja, das ist schon cool. Ansonsten, wie gesagt, die Preise sind komplett gleich wie überall anders auch. Also da ist jetzt nicht so, dass man ein Schnäppchenjäger dort sein könnte. Aber die Leute sind da. Man hat überall diese Lego-Tüten gesehen. Riesige Sachen haben die Leute dort mitgenommen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht bei allen Sachen nachgeguckt, ob es wirklich irgendwie ein Schnäppchen ist. Ich habe jetzt nur bei ein paar Lego-Sachen von Ninjago geschaut, wo ich die Preise kannte und habe da wirklich die gleichen Preise gesehen, die wir eben auch bezahlt haben. Von daher aus, das ist so das, was ich als Feedback geben kann.